Ja, hallo liebe Filmfreunde, willkommen zum neuen Video. Heute mal kein Update-Video, kein Sonntagsvideo, mal, sag mal so, ob es jetzt ein Format wird, mal sehen. Da habe ich mal gedacht, zeige ich euch heute mal meine Filme, die ich von Eddie Murphy in der Sammlung habe. Also so Schauspieler, denke mal, das sind auch interessante Videos, interessiert mich auch immer. Von Schauspielern, die man sehr mag und so, da will man ja immer so alle Filme haben, so Stallone, Schwarzenegger. Stallone und Schwarzenegger habe ich jetzt nicht alle. Da sind auch viele schon out of print, die man gar nicht mehr bekommt. Ja, ist echt schade. Und da ja jetzt auch zwei Klassiker wieder auf Blu-ray kommen: einmal Auf der Suche nach dem goldenen Kind und Vampire in Brooklyn, die ich beide noch nicht habe. Also jetzt kommen auch nur Blu-rays. Also. Ich glaube, es gibt noch einen, der heißt Metro. Den habe ich noch nicht mit ihm. Habe ich auch noch nicht gesehen. Den gibt es noch. Aber jetzt so viel fallen mir jetzt ja nicht mehr ein mit ihm. Ich meine, früher hat er echt viele Filme gemacht. Ich mag den auch. Also ich habe auch noch einen Film, den habe ich noch nicht. Lebenslänglich heißt der. Mit Eddie Murphy und Martin Lawrence. Genau, da sind die beiden so im Knast. Dann gibt es auch noch welche, ja. Die Geistervilla, sowas habe ich nicht. Norbit, vielleicht tue ich mir die auch mal, aber vom Fünfer, aber so. Ja, ich habe jetzt meistens, denke ich mal, fast alle, die man kennt. Und die wollte ich euch heute einfach mal zeigen. So, vielleicht mache ich mal nächstes Mal einen anderen Schauspieler, den ich seit sehr mag. Jason Statham. Da habe ich auch, glaube ich, noch nicht alle. Ich muss mal gucken, wenn ich nächstes Mal nehme. So mal, was man auch so in der Sammlung hat von den Schauspielern. Klar. Und natürlich hole ich mal auch die 4K. Da kommen ja Beverly Hills Cop 1 kommt in 4K im Dezember und Prinz aus Zamunda, der erste auch in 4K. Hole ich mir auf jeden Fall auch. Und dann kam, wie gesagt, noch Auf der Suche nach dem goldenen Kind zum ersten Mal auf Blu-ray und Vampire in Brooklyn zum ersten Mal auf Blu-ray. Also die hole ich mir alle. Die letzten beiden natürlich auf Blu-ray zuerst, weil die sind nicht ganz so teuer, weil Beverly Hills Cop habe ich eh. Aber. Ja, hier ist ja das Bild nicht so gut. Das ist ja die normale Blu-ray hier. Die habe ich schon echt lange. Also die habe ich mir mal im Medimax geholt. Ich habe sogar hier noch den Kassenzettel gehabt. Kann ich hier mal zeigen, Beverly Hills Cop. 5 Euro habe ich für einen Teil bezahlt. Stellt nicht scharf. Jetzt. Wie gesagt, ein Teil 5 Euro damals bezahlt, im Medimax gekauft. Ist schon ewig her, ich weiß ja nicht mehr, von wann ist denn das? Steht gar nicht drauf. Hier steht's drauf. Er will nicht. 1.7.16. Ich wusste ja immer, dass das so lange her ist. Ich wusste, ich habe mir die mal Medimax geholt damals. Da hatten sie die für 5 Euro. Ich bin ja auch einer eher, der sich die Filme so hinstellt im Regal. Ich weiß, ich bin jetzt eher eine Ausnahme. So, alle drei Teile einzeln anstatt so eine Box. Ich weiß nicht, ich kann mich da nicht anfreunden mit. Also die Filme, klar, Kult. Wie gesagt, der erste hat ja ein schlechteres Bild hier. Paramount typisch nicht bedruckt. Filme sind natürlich cool, also die sind klasse. Das war der erste. Dann haben wir natürlich den zweiten. Das sind, denke ich mal, Filme, die auch vielen gefallen, selbst wenn man nicht Eddie Murphy-Fan ist. Kultfilme, sag ich mal. Auch schöne Cover, muss ich sagen, bei jedem Teil. Der hat schon ein besseres Bild. Das beste Bild hat der dritte. Ich denke mal, hier brauchen wir auch nicht reingucken, weil es wieder nur Silber ist. Habe ich mir auch erst. Ich glaube, vor halbes Jahr angeguckt auf Blu-ray. Natürlich ist die Qualität jetzt nicht Bombe. Aber die Filme machen Spaß. Mir macht auch Teil 3 Spaß. Mit dem Freizeitpark. Finde ich auch cool. Ist der dritte ab 16 diesmal. Ein, zwei harte Stellen hat er gehabt. Also eine richtig geile Reihe hier. Beverly Hills Cop soll ja noch Teil 4 auf, ich glaube, Netflix kommen, aber kann man ja dann eh nicht in der Sammlung holen. Das waren die drei Filme, also die Beverly Hills Cop Filme habe ich mit ihm. Dann einen Film, den habe ich mir auch im Medimax geholt, für 5 Euro. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den
Oder ob ich den beim Mediamarkt in der Aktion genommen habe. Ist kein Kassenzettel drin. Bin ich echt auch am Überlegen. Ich glaube beim Mediamarkt doch in so einer 10 vor 50 Aktion letztes Jahr. Aber den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich mal letztes Jahr geholt. Prinz aus Zamunda mit Eddie Murphy. Kommt jetzt Teil 2 auf Amazon Prime, also kann man sich den auch nicht in der Sammlung holen. Genau wie bei Beverly Hills Cop. Fast alle sind hier von Paramount. Coming to America heißt der Original. Bei uns Prinz aus Zamunda. Wie gesagt, noch nicht gesehen den Film. Gucke ich mir mal an jetzt die Tage. Dann habe ich hier noch mit Nick Nolte Film und Eddie Murphy. Also Nick Nolte spielt hier auch mit. Nur 48 Stunden. Was schade ist, den zweiten gibt es noch nicht auf Blu-ray. Den habe ich auch nicht auf DVD. Hier Paramount wieder mit 84. Ich weiß, da gab es schon so eine Neuauflage direkt von Paramount, aber ich habe mir die damals, glaube auch mal. Ich glaube, da war auch eine Aktion oder irgendeine Mehrwertsteueraktion, da habe ich mir die geholt. Auch eine schöne Disc. Steht zwar Paramount, aber kommt irgendwie von 84. So. Ja, Film habe ich auch noch nie gesehen. Ich wollte euch dennoch mal die zeigen. Also ich glaube, einmal von denen. Ja, habe ich drei noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, den habe ich auch schon ein bisschen in der Sammlung. Aber bei so vielen Filmen ist einfach schwer hinterher zu kommen. Aber soll ja auch so ein geiler Kopfthriller sein. Schade, den zweiten gibt es ja, wie gesagt, noch nicht auf Blu-ray. Dann habe ich einen Film, den habe ich aber gesehen, der kam auch erst letztes Jahr auf Blu-ray 2019. Und zwar hat man hier einmal Die Glücksritter mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy. Hier, Dan Aykroyd mag ich auch. Also den Ghostbusters, was hat er noch gemacht? Der hat auch so viele Komödien damit gemacht. Hammer. Dann mit einem mit Martin Freeman hat er mit ihm. Also der hat so viel. Auch wieder von Paramount, also Eddie Murphy hat fast nur mit Paramount gemacht. Außer ein, zwei Ausnahmen. Kassenzettel habe ich noch drin hier. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe für den. Müsste ich mal gucken. Hier habe ich auch nur 48 Stunden, da habe ich nur 7,55 € bezahlt. Auch den sehe ich jetzt gar nicht. Ich glaube, den habe ich da. Ne. Coco. Ach, hier kommt. 6,87 € habe ich damit zum Release bezahlt, was auch nicht viel ist. Ja. Richtig geiler Film, den habe ich schon geguckt. Das ist ja ein Weihnachtsfilm. Wie gesagt, hier so heißt der Original. Da war ja auch ab 16, Mensch. Ich weiß gar nicht mehr, war der so brutal. Trading Places. Nur der Film, kein Extras. Auch blau, diesmal die Disc, nicht silber. So. Das ist einmal die Glücksritter. Richtig schöner Film. Dann habe ich hier noch ein Film, den ich schon, glaube mit am längsten in der Sammlung habe. Aushilfsgangster. Spielt Ben Stiller noch mit. Den mag ich auch. Und hier dieser mit von Ant-Man hier. Der war noch ein bisschen jünger. In so einem Pappschuber hier mal von. Steht auch Universal, nicht Paramount. Der hat ja fast wirklich nur mit Paramount zusammengearbeitet. Also zwei Ausnahmen. Den habe ich schon gesehen, ganz oft. Den finde ich geil. Mögen aber, glaube ich, viele nicht. Da geht es ja um so ein Hochhaus, wo die drin arbeiten, also er nicht hier, Ben Stiller arbeitet da drin, so ein Hochhaus, wird dann gefeuert und will dann seinen Anteil holen, quasi will die ausrauben. Das geht aber alles schief, der ganze Plan und alles. Richtig cooler Film, wie ich finde. Ben Stiller als moderner Robin Hood, ein fast genialer Cop. Oder Coop. Ja, hier haben wir einmal die, ich glaube, was war da noch drauf? Extra.
Ich glaube, eine Digitalkopie. Ich kann ja mal abmachen, den Pappschuber. Da gab es damals mal bei 3 von Universal so eine Pappschuber. Ich glaube, bei Aushilfsgangster, Johnny English und wie ausgewechselt damals. Aber dann war nur so ein kurzes Zeitraum. Ja, jetzt hier die normale. Ist halt gleich. Ja, dann haben wir einmal hier die Digitalkopie. Keine Ahnung, ich glaube, die geht auch ja nicht. Da habe ich auch nie eingelöst. Steht zwar DVD. Ich weiß ja nicht, müsste ich mal gucken, ob die geht. Hier die Blu-ray. Ist auch, also mehr als 12 ist er nicht. Ja. Das war auch schon. Ich glaube, der ist von 2011. Ja, das war schon. Ich glaube, schon fast der letzte Film, den er gemacht hat. Ich glaube, danach hat er ja nicht mal viel gemacht, Eddie Murphy. Also ich mag den wirklich sehr. Die Stimme war ja auch dann leider gestorben. Der Synchronsprecher von ihm. Und da hat man ja den von Ryan Reynolds genommen, was überhaupt nicht passt. Aber dazu findet man bei YouTube auch schon was, dass da einer mal die Stimme so nachgemacht hat wie Eddie Murphy. Aber ich weiß nicht, warum sie den nicht nehmen. Ja. Das war immer Aushilfsgangster. Pack ich mal so hin hier. Und dann den letzten Film, den habe ich mir auch erst neu gekauft. Den habt ihr ja in dem Video gesehen. Hier mit 10 vor 50. Ist ja auch mit Steve Martin. Bowfingers große Nummer. Das ist der dritte Film, den ich auch noch nicht gesehen habe. Hier bedruckt. Kochfilms hat den rausgebracht. Ich weiß, wie gesagt, nicht. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was gibt es noch für Eddie Murphy-Filme, die ich nicht kenne. Also, ich habe zwar geguckt bei Blu-ray-Disc, auch da findet man halt nur die Blu-ray-Filme. Also, ich kenne noch zwei, drei. Wie gesagt, auf der Suche nach dem goldenen Kind. Den habe ich ja noch nicht. Wollte ich mir auch erst auf DVD holen, aber er kommt jetzt auf Blu-ray, da kann ich noch warten. Also, auf der Suche nach dem goldenen Kind, Vampire in Brooklyn, die beiden. Und dann gibt es noch, wie gesagt, so einen Film Metro heißt da. Ich weiß gar nicht. Der ist auch schon etwas älter. Um was es da geht, ich habe nochmal das hier lesen. Den gibt es aber auch noch nicht auf Blu-ray. Ja, aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ich einen vergessen habe oder was gibt es noch, einen guten Film? Weil auf Blu-ray gibt es den auf jeden Fall nicht, weil das sind wirklich mitunter fast alle. Ich habe jetzt drei auch nicht. Also lebenslänglich, da fehlt mir noch. Den habe ich auch bestellt. Dann habe ich geguckt, Norbit. Ich weiß nicht, ob der was für mich ist. Dann gibt es hier noch die Geistervilla. Und dann irgend so ein Film, wo er ganz klein ist. Ja, mal sehen. Also, wenn die mal vom 5 war, nehme ich es dir mal mit zum Gucken. Aber so. Ja. Ich habe ja hier sowieso noch drei, die ich gucken muss mit ihm. Aber ich mag ihn wirklich sehr. Also, Eddie Murphy habe ich damals schon als Kind echt bei Beverly Hills Cop gerne geschaut. So. Also, das war, ich kann dir nochmal alle zeigen. Das war hier Bowfingers große Nummer. Dann hier der Aushilfsgangster. Die Glücksritter, richtig schöner Film. Dann hier den. Den habe ich noch nicht geguckt. Den haben wir auch noch nicht geguckt. Also die drei habe ich eigentlich noch nicht geguckt. Die muss ich mir noch anschauen jetzt. Ja, und dann quasi die jeder kennt eigentlich. Beverly Hills Cop. Ist ja quasi die berühmtesten. Ja, das war die Eddie Murphy-Reihe. Ich habe die eigentlich. Das Video ist eigentlich, muss ich echt sagen, spontan. Sag ich mal, aufgenommen. Hatte irgendwie Bock, da mal so ein Video zu machen. Vielleicht mache ich mal Ben Stiller oder. Also, ich bin ja eher in den Komödienbereich. Horror ist jetzt nicht so meins. Das haben ja so viele Kanäle schon. Im Bereich Horror haben ja echt viele, machen das ja. Wie sagt jetzt hier, Eddie Murphy macht ja viel Komödien, aber auch ernster. Hier sind ja ernstere. Und ja, vielleicht mache ich mal als nächstes Ben Stiller, Vince Vaughn, so, das sind auch so, Jim Carrey gucke ich echt gern, also so, mein Lieblingsgenre ist ja jetzt hier Komödien, das wissen ja viele, aber ja, mal sehen wir ihn, vielleicht nehme ich mal, wie gesagt, Ben Stiller, den mag ich auch sehr, oder Adam Sandler, den kann ich auch, also da habe ich auch sehr viele Filme, da gibt es echt viele noch nicht auf Blu-ray, die habe ich auch auf DVD, aber. Die Netflix-Filme von ihm, die sind echt nicht. Also die wollte ich mir auch nicht kaufen. Deswegen. Ja, jetzt sind wir bei 15 Minuten. Ich wollte sagen, es reicht auch mit dem Video. Wie gesagt, schreibt mal in den Kommentaren,
Was gibt es noch für Filme mit ihm? Was habe ich vergessen? Wie gesagt, auf der Suche nach dem goldenen Kind, da kommt erst. Vampire in Brooklyn kommt auch erst auf Blu-ray. Lebenslänglich, den habe ich mir bestellt. Und dann gibt es noch Metro. Also die vier weiß ich noch, die habe ich noch nicht. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Freunde.